Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Und heute ist sogar Mittwoch, aber wenn ihr das seht, ist schon Donnerstag, denn das mit dem Relaxo kam ja raus. Habe ich aktuell ein Video dann dazu gemacht am Mittwoch. Alles, was mit Relaxo zu tun hat, wird auch in dieser Folge nicht auftauchen, weil ich trotzdem das am Mittwoch aufgenommen habe. Und ja, wir haben trotzdem wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem Special Trade wieder mal, denn ich habe mir ein Drift-Zeppli ertauscht. Jetzt fehlt mir immer noch das Driftlon als Shiny. Aber Drift-Zeppli jetzt auch da. Das geht immer weiter, immer mehr Shinies dazu. Und danke natürlich nochmal an jeden, der mich da unterstützt und der mir da immer was abgibt, der selber was sucht. Wenn ich was habe, gebe ich das ja auch ab und versuche immer aktiv zu sein, dass man da hinterherkommt, denn für mich ist immer noch die Tauschfunktion hauptsächlich dazu da, Shinies zu tauschen. Ich weiß nicht, ich brauche keine Pokédex-Einträge ertauschen, weil irgendwann fangt ihr die Dinger ja eh alle oder habt genügend Bonbons und könnt das entwickeln. Die legendären Raids mache ich auch alle so hin und her. Da brauche ich mir jetzt keinen, sagen wir mal, Kyogre ertauschen, weil es mir noch fehlt. Außerdem werden die legendären ja auch immer wieder in die Raids recycelt, weshalb für mich die Tauschfunktion eigentlich nur nützlich ist, um eben den Lucky Dex zu füllen oder sich den Shiny Dex zu füllen. Denn das könnt ihr nicht direkt beeinflussen, da müsst ihr wirklich Glück haben. Der eine hat halt mehr Glück, der andere weniger. Dann ging es aber weiter mit einem 98er Vesprit gefangen. Richtig gute Sache, obwohl so gut ist das ja natürlich trotzdem nicht. Das käme auf 3051. Na gut, man ist mittlerweile verwöhnt. 3000 waren damals richtig genial, 3051. Ist aber heutzutage gar nicht mehr so krass. Der Stefan Landei hat uns dann gezeigt, wie es bei ihm ausgesehen hat in dieser Raid-Stunde, wo diesmal also nicht nur 5 war, sondern alle Raid-Stufen vermehrt aufgetreten sind. 21 Raids in der Nearby-Liste. Da war ordentlich was los. In der Raid-Stunde haben wir es dann auch geschafft. Ich habe meine nächste Arena vergoldet. Das Mahnmal zu Ehren sowjetischer Soldaten auf dem Friedhof ist durch den Raid dann auch Gold geworden. Ein Raid Easy vom After Hour. Der hat nämlich einen Bronze-Raid gemacht und direkt in seinem ersten Raid ein Shiny bekommen, sogar mit 96%. Dann die Stefanie zeigt uns ein 100% Vesprit. Und da seht ihr auch den Unterschied, 3058. Das würde ich sogar hochziehen, weil 100%ige Legendäre sind immer cool. Selbst wenn die scheiße sind, so wie Registeel, ein 100%iges Registeel oder in dem Falle Vesprit, würde ich natürlich auch hochziehen. Dann gab es ja sozusagen einen Bug oder auch keinen Bug. Da sind die Leute sich immer noch nicht einig. Niantic hat heute bei der Raid-Stunde schon Shiny Bummels rausgehauen. Denn genau dieses eine Bild ging einfach überall rum. Und dann gab es Leute, die haben das auf Facebook gepostet und gesagt, ja, mein Bro hat gerade einen Bummels gefangen. Dann kam der Nächste und hat gesagt, yo, ich habe gerade einen Bummels gefangen. Ob das der Bro von demjenigen war oder ob einfach jeder Zweite und Dritte dann behauptet hat, dass das von ihm ist, weiß man jetzt nicht. Man hat eigentlich relativ wenig darüber gelesen. Ich denke trotzdem mal, dass das Fake ist und sich manche damit dann nur brüsten wollten. Und ja, dann schaut mal, drei Pokémon gefangen, ist eigentlich Quatsch an dem Tag. Wer sollte an dem Tag wirklich nur 3 Pokémon fangen und dann genau das? Man hätte ja, selbst wenn man aussortiert hat, warum behält man unten den ganzen Mist und oben nicht? Da hätte man ruhig, ach ich weiß es nicht. Für mich sieht das alles ziemlich komisch aus. Sieht aus, als wäre es nicht echt und gefaked. Ich kenne auch niemanden sonst, der angeblich jetzt schon Shiny Bummels hat. Dann die Sally Maus mit dem 98%igen Despo da, leider keine 15 Angriff aus dem Raid von Meiningen. Steht hier natürlich Glückwunsch dafür. Despo da immer genial. Robby hat ein 93%iges Alola Kokowai bekommen. Boah, Grüße gehen raus an Isso, der immer schreibt, wenn ich gerade Zeug aufnehme. Dann haben wir ein Incognito, ein ganz besonderes, das ist nämlich das mit dem Mittelfinger. Wie man hier sieht, das ist auch nicht im Pokédex, da braucht man wieder eine Erweiterung. Shiny Tablet hat wieder zugeschlagen, da war ich mit dem Kenny unterwegs, habe dann auch Bronze Raid gemacht und beim zweiten Bronze Raid war der mittlere soweit, hat ein Shiny Bronze bekommen, wild leider keins gekriegt, aber aus dem Raid 1. Am Schwimmbad haben wir noch einen 5er Raid gemacht, da noch ein 96%iges Vesprit. Hinterher, der Michael hat ein Kikubi gefangen, die meiner Meinung nach relativ selten sind. Ich habe noch kein einziges davon gesehen, genau wie das Sand Burmi, was
auch relativ selten ist, beziehungsweise ja bestimmte Regionen braucht, wo das dann auftaucht, also Habitate, irgendwas. Dann der Horst of Death, den Bronzel an der Brücke schnell noch gemacht, mit einem 98er, aber wieder nur 14 Angriff, also die 98er, die moppen einen schon. Dann habe ich noch ein paar Bronzel getauscht, dann noch einen Lucky mitgenommen. Bei dem Screen weiß ich gar nicht, ob der in der letzten Folge schon dabei war, der Stefan Landei. Hat nämlich dreimal die Aufgabe, gewinne drei Raids gesammelt, wo es das Shiny Absol auch gab. Na, wo ist das Shiny Absol? Hat er hier noch gesagt. Ich habe gesagt, ja, bei gar keinem Wetten. Dann war es leider so, er hat alle drei gelöst, hatte da keins bekommen. Dann ging es auch schon zum Labras Raid Tag. Da haben wir uns ja eine Liste gemacht, in welcher Reihenfolge wir welche Arenen abklappern wollen. Die wurde dann ein bisschen durcheinander gebracht von der Reihenfolge und die Accounts haben auch nicht ganz so hingehauen, aber am Ende war es trotzdem ein richtig genialer Tag, hat Spaß gemacht. Ich habe mir dann seine Liste einfach genommen, habe dann geguckt, mit was ich so spiele: Super Sunny, Mäusekind, Isbo, Bufing, Ivar Mild, Ivar Soft, Ivar Kids und Maze, der ja mittlerweile Ivar Bekannt heißt. Wer es immer noch nicht mitbekommen hat, habe dann auch mein erstes Shiny Labras bekommen aus dem Raid, 1477 und ein 1481er dann hinterher. Der Marco hat ein 98%iges bekommen. Glückwunsch dafür, sogar mit 15 Angriff diesmal. Die Sumo-Banane zeigte uns ein Kanimani, was sich mit Togepi verbündet hat, sagen wir mal, oder ein Togepi-Kostüm anhat. Der Ikegru hat sein Evoli entwickelt mit dem Namenstrick Linnea, seht ihr ja. Und Rea war, glaube ich, das andere. Ich warte dann nochmal auf ein Modul in der Modul-Session, dass ich die Evolis da mal raushaue. Natürlich auf dem falschen Account gefangen. Ein Shiny Schwalbini, wieder mal beim Horst of Death. Der Stefan Landei hat dann was richtig krasses. Der hat am Labras Day nämlich 42 Labras Raids gemacht, wie man hier sieht. Immer vorher und nachher. Nur 14 Stück gefangen, 5 Shinies bekommen, ein 98er, 3 96er und noch ein paar über 90. Ist eine richtig gute Sache, bei uns war das gar nicht möglich. Wir haben dafür zu wenig Arenen. Ich habe meine alle gefangen, die ich gemacht habe. 22 Raids, 22 gefangen, aber die haben ja diese Wafu-Methode, wo man einfach wirklich in den Raid reingeht und dann direkt flieht und in die nächste Lobby und so weiter, außer wenn es ein gutes ist oder wenn es ein Shiny ist. Da kann man natürlich auch mehr machen. Knapp 1,6 Millionen EP, auch mit ein paar Freundes-Level-Ups, also richtig gute Sache, der hat das richtig gut genutzt. Und der schönste Beifang für mich heute hatte ich noch nicht, denn da hat er dann endlich sein Shiny Absol bekommen. Aus der Aufgabe natürlich auch. Dann vom Kenny wieder beim Durchgucken entdeckt, bietet jemand weniger. Sonst geht es immer nach mehr. Diesmal geht es nach weniger, denn das hat 10, 10, 11 als Werte. Vielleicht gab es ja jemanden, der eins mit 10, 10, 10 gefangen hat. Das kann man auch mal aufheben, denn das ist auch was richtig Besonderes. Oder auch nicht. Dann hat er noch ein Shiny Roselia geklickert, wie man hier sieht. Ich habe nochmal ein ein Lucky Haspirohr bekommen beim Traden, hab das gleich entwickelt zu Lucky Schlappohr. Durch die Raids haben wir dann auch wieder neue X-Raid-Einladungen bekommen für das Schwimmbad am 3. Juni. Der Quede hat ein Shiny Feuriger gefangen, außerhalb des Community Days ist das ja eigentlich immer was Besonderes. Da ging schon wieder Bilder rum im Internet, dass es angeblich demnächst ein Shiny Fernglas gibt, was man für 25 Euro im Shop kaufen kann und es eine in der Nearby-Liste einen Standort anzeigen würde von einem Shiny Pokémon, ein garantiertes. Ob das alles passt oder nicht, bleibt fraglich. Mittlerweile wurde es angeblich auch im Quellcode gefunden, ob man das einmal benutzt und dann neu kaufen muss oder ob man das einmal benutzt, es aber im Beutel bleibt und man das täglich einmal nutzen kann. Wäre eigentlich schon richtig krass, viel zu krass eigentlich, wenn ihr euch da jeden Tag ein garantiertes Shiny sichern könnt. Dann gab es wieder mal einen neuen Stop, weil es auch eine neue Arena gab, in Birkenfeld nämlich. Die habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht mit dabei, aber auf jeden Fall ist der Stop dazugekommen, deswegen ist der Stop, der vorher, die Arena, die vorher der Stop war, zur Arena geworden, genau, so rum. Dann habe ich noch einen Shellast gebrütet mit 93%, ist jetzt nicht so krass. Hab das Lucky Bronzel natürlich entwickelt, damit ich den Shiny Lucky Bronzong Eintrag auch habe. 91% hat das auch gehabt.
Dann vom Bob the Rob gab es noch Shiny am Morgen. Der hat noch einen Perlo mitgenommen. Der Alexander Hoffmann aus der Quest ein 100%iges Krakilo bekommen. Und wild gefangen ein 100%iges Bidiza auf Level 23. Dann bin ich aufgestiegen mit Schulzagi zu besten Freunden. Da gab es wieder mal 200.000 Erfahrungspunkte. Der Thomas Samaschke hat einen Kaumalat aus dem 10er gebrütet. Und hat der Brian ja auch die Woche gefragt, wo man das Kaumalat eigentlich herbekommt. Ihr könnt es natürlich wild fangen, was sehr selten ist. Oder eben aus den 10er Eiern brüten, wenn die relativ neu sind, dürfte das kein Problem sein. Ihr könnt euch natürlich auch eins tauschen, habe ich aber vorhin schon gesagt. Ich würde die Tauschfunktion nie für neue Pokédex-Einträge nehmen. Dann lieber für Shinies oder für, ja, was war das andere? Ja, um Luckys zu züchten. Und wieder der falsche Account, schreibt uns hier der Kenny, der hat jetzt ein 100% Kinoso. Richtig gut, ganz neu eingeführt auch mit dem Rest und schon ein 100%iges. Dann gab es noch ein 98%iges Cresselia bei dem ersten Raid, den ich gemacht habe, als es wieder zurückkam. Das war ja auch jetzt die Tage und der Kenny in seinem ersten Raid hat auch gleich ein Shiny Cresselia bekommen. Dann ist er noch aufgestiegen mit der Mona zu Glücksfreunden, kann dementsprechend jetzt einen Lucky Trade durchführen. Der Tobi hat ein 98%iges Traunfugil aus dem Raid bekommen. Der Thomas Samaschke noch ein 98%iges Aerodactyl aus dem 3er Raid, den er solo gemacht hat. Schafft auch nicht jeder, ist auch ein hartnäckiger Batzen. Und zum Abschluss dafür gerade der Stefan Landei, denn der hat wieder mal richtig krass geliefert, hat gleich ein Shiny Cresselia mit 98% bekommen, aber leider nur 14 Angriff. Das ist wie ein Fluch, das zieht sich durch die ganze Folge immer zu. Jetzt haben wir natürlich noch den Schocker der Woche für euch und ja, meldet uns gleich zurück natürlich. Und der Schocker der Woche ist diesmal ein 100% Mew. Man muss sich das mal vor Augen halten, ihr habt nur einmal im ganzen Spiel wahrscheinlich die Chance, ein Mew zu bekommen. Und dann ist das einfach ein 100%iges mit 15, 15, 15, was auf 3218 kommt bei Level 39. Da geht also noch was und das kommt von meiner Cousine. Die wusste das gar nicht, dass das so gut ist und sie ist immer davon ausgegangen, dass jeder ein 100%iges Mew bekommt, da eben ja nur jeder eins bekommt, dass das für jeden gleich ist und dachte, ja, ich wusste nicht, dass das was Besonderes ist. Ich habe gedacht, 100, okay, naja, das hat ja jetzt jeder so nach dem Motto. So war es aber nicht, alle haben unterschiedliche IV gehabt, die meisten haben richtig grottenschlechte bekommen. Sie einfach ein 100%iges, ihr seht, das ist auch schon eine Weile her, vom 15.07.2018, habe ich jetzt aber erst aufgeschnappt und mal mit reingenommen, denn das ist wirklich krass. Habt ihr auch ein 100%iges Mew? Dann schreibt es mal in die Kommentare, beziehungsweise kann man ja auch gleich mal fragen, wie gut ist euer Mew denn gewesen? Viele haben ja jetzt die Quest fertig, manche haben sie immer noch nicht gelöst oder haben erst neu angefangen und was... Wer hat das beste Mew? Meine Cousine mit 100%. Gibt es noch jemanden da draußen, der vielleicht ein 100%iges hat? Oder was sind eure Werte? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, the Vorhaut, euer Ramses.